gehört, Leute. Betreibt doch nicht gleich wieder. Bitte, Meister Sascha, ich brauche diese Schatzkarte. Was ist denn da los? Meine Eltern sind in der Katastrophe umgekommen und meine Schwester ist doch noch so klein. Ja, ja, und deswegen musst du diesen Schatz finden, ich weiß. Aber Karten kauft man nun mal mit Gil, nicht mit Bitten und Betteln. Und du siehst mir nicht so aus, als hättest du die Taschen voll davon. Ha, na eben. Und jetzt ab nach Hause, du störst. Wer hat nicht von der Schatzkammer des noblen Al-Sadaes des Dritten gehört? Direkter Nachkomme des Gründers unserer wunderschönen Stadt. Prall gefüllt mit Reichtümern, die unsere kühnsten Träume übersteigen. Nun enthüllt auf dieser einzigartigen Karte. Der Schatz von Al-Sadal. Ist die Karte echt? Sicher eine Fälschung. Keineswegs, mein Guter, denn auf dieser Karte ist der Schlüssel eingezeichnet, der die Pforten zum Reichtum erst öffnen kann. Mutige Glücksritter, nur diese Karte gewährt euch Einlass zu der legendären Schatzkammer. Darauf gebe ich meine Garantie, denn ich habe sie selbst entschlüsselt. Ein Steinmetz fand sie fast unleserlich vor, als er Schäden der Apokalypse reparierte. Zum Glück brachte er sie zu mir, denn nur dank meiner restauratorischen Künste ist sie nun wieder so gut wie neu. Ihr hört ganz recht. Diese Karte ist der Pfad zu unermesslichem Reichtum, meine Freunde. Doch ein derart einzigartiges Stück hat selbstverständlich seinen Preis. Ja, nicht. Ich tue dir hier einen Gefallen. Du würdest es ohnehin nicht bis zur Kammer schaffen, ohne dir den Hals zu brechen. So ein Mist! Mit diesem Schatz wäre ich der reichste Junge von ganz Razzatan! Wer auch immer diese Karte ersteht, ist ein wahrer Glückspilz. Oh, es ist nicht auszuhalten. Ich bin zu arm, um reich zu werden. Wie wäre es, der Herr? Ihr seht mir mehr als fähig aus, die sagenumwobene Kammer von Al-Sadal dem Dritten zu plündern. Eine Schatzsuche, hm? Mit diesem Schatz könnte ich meiner Schwester alles zu essen kaufen, was sie möchte. Schön, dann kaufe ich sie eben. Das sollte reichen, oder?
wen haben die warmen Wände denn da nach Razzatan geweht? Widmest du dich endlich wieder dem guten alten Abenteuer, nachdem du die Welt so glorreich gerettet hast? Aber was treibt dich gerade nach Tafnir? So wie ich dich kenne, wird es kaum das reine Vergnügen sein. Versunkene Ruinen im Myriadenmeer, wie? Du meinst nicht zufällig die, die hier auf der Karte verzeichnet sind? Nun, da ich mein kostbares Einzelstück in fähigen Händen weiß, ziehe ich mich zurück. Frohe Schatzsuche, werter Herr. Na, sicher. Lass dich nicht aufhalten. Musste das Schicksal nun gerade die Helden an meinen Stand führen, die uns vor dem Untergang bewahrt haben? Asche auf mein Haupt. Ganz gleich, ob diese Karte eine Fälschung ist oder nicht. Ohne Schiff nützt sie uns überhaupt nichts. Ich trachte nicht nach Schätzen. Aber wenn dort wirklich derartige Reichtümer liegen, wäre es doch eine Schande, sie nicht unter den Bedürftigen zu verteilen. Für die Migiten habt ihr damals auch den Schatz des Tyrannen gehoben, nicht wahr? Aifino hat mir irgendwann einmal davon erzählt. Und was für ein großes Abenteuer er dabei an deiner Seite erleben durfte. Wie dem auch sei. Die Vorführung dieses Bengels eben ist dir bestimmt aufgefallen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er mit dem Händler unter einer Decke steckt. Das ganze Theater dient dazu, mehr Aufmerksamkeit auf dem Markt zu erregen und die Karte wertvoller und echter erscheinen zu lassen, als sie vermutlich ist. Aber als er von seiner Schwester sprach, lag echter Schmerz in seiner Stimme. Zwar weiß ich nicht, wie viel der Händler dem Jungen abgibt, aber wenn ihm der Kauf hilft, über die Runden zu kommen, soll es mir recht sein. Du wirst mich doch nicht alleine auf Schatzsuche gehen lassen, oder? Einmal eine Abenteurerin, immer eine Abenteurerin. Also dann. Suchen wir uns ein Schiff. Ach ja. Destinieren. Okay. Ich verabschiede mich. Mach das so recht. Vielen, vielen Dank, dass du vorbeigeschaut hast. Dir noch einen wundervollen Abend. Ich bin hier noch ein bisschen beschäftigt. Ein klitzekleines bisschen. Minimal. Mini, 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 minimal. Was? Gesundheit. Oh, der kam durch. Wahnsinn, wann fällt der Discord nicht mehr raus? No, sind die weiß zu laut im Discord? Weiß ich nicht, aber... Oh, danke. Gerne. Ich kenne meine Nase aber extrem, ey.
Wo war nochmal dieses Reisekodex? Was hier drunter? Ja, unter Kuriositäten. Estinien! Ach du grüne Neuner. Leck mich doch. Okay, ich muss mir den Reisekodex irgendwie... Ja! Ich hab keinen Platz. Nein. Dahin. Na gut, den kann ich erstmal rauspacken. So, machen wir das so. Dann passt das. Dann habe ich das den Reisekodex immer dabei. Okay. Estinien, bunte Morgenröte, Dragoon. Estinien ist ein ist ein in Ishgard und darüber hinaus wohlbekannter Elysien. Er ist ein ehemaliges Mitglied der Ishgarder Dragoons und führt diese eine Zeit lang als Azur-Drachenreiter an. Aufgrund seiner persönlichen Geschichte wird er zuweilen auch Drachenblut genannt. Dovahkiim. Okay, genug Skyrim. Estiniens Familie stammt aus dem östlichen Hochland von Kurtas, wo sie Schafe züchtete. Im Alter von 12 Jahren wurde seine Heimat Farnkessel jedoch vom Drachen Nidhogg im Schutt und Asche gelegt. Eine Attacke, die auch seine Eltern und seinem Bruder das Leben kostete. Estinien war der einzige Überlebende dieses Angriffs und wurde zum Waisenkind. Der damalige Azur-Drachenreiter Albrecht Bale nahm Estinien anschließend bei sich auf und ein kompliziertes Verhältnis entwickelte sich zwischen den beiden. Albrecht lehrte Estinien zwar den Kampf mit der Lanze und behandelte ihn wie einen eigenen Sohn. Doch das heranwachsende Waisenkind machte seinen Ziehvater dafür mitverantwortlich, dass man sein Dorf nicht hinreichend beschützt hatte. Als junger Elysien trat Estinien schließlich den Ishgardern Tempelritter bei, um sich selbst im Kampf gegen die Drachen dienlich zu machen. Er war so fokussiert auf diese Aufgabe, dass er sich nicht einmal im Namen seiner Mitstreiter merkte. Einzig zu Emmerich Borrell, etwa gleichaltrigen Tempelritter, der genauso verbissen gegen die Drachen kämpfte wie er selbst, entwickelte er eine enge Freundschaft. Estinien schloss sich später den Dragoons an, die sich auf die Drachenjagd spezialisiert hatten, und erlangte den Titel des Azur-Drachenreiters, als er ein Auge seines Erzfeindes, dem Drachen Nidhogg, erbeutete. Fortan wallte ein Teil der Essenz des Drachen durch seine Adern, verlieh ihm außergewöhnliche Kräfte. Doch schon bald entpuppten sich die neu gewonnene Macht als zweischneidiges Schwert für den frisch erkorenen Azur-Drachenreiter, denn sie korrumpierte auch den Geist Estiniens und erfüllte ihn mit dem Hass Nidhoggs. Ohne die Hilfe seines Ziehvaters und seiner Freunde hätte er diese Prüfung wohl nicht bestanden. Das Eintreffen der Krieger des Lichts und Alfinos in Ishgard, aber auch daraus folgende Kontakte zu Anführern der Heretiker Issel standen zweifellos ein Wendepunkt in seiner Biografie dar. Gemeinsam begaben sie sich in die wallenden Nebel der Heimat der Drachen Ishgards. Dort erfuhren sie vom hohen Drachen Hrasvegar die wahren Hintergründe des Drachenkrieges, nicht zuletzt den Verrat durch König Thordan, die falsche Legende, die den blutigen Krieg rechtfertigte, die Herrschaft der 4 Adelsfamilien legitimierte, wurde entlarvt und führte zu umfassenden Veränderungen in Ishgard. Zugleich gelang es Estinien schließlich, seinen Erzfeind Nidhogg zu bezwingen. So wurden nach 1000 langen Jahren das Ende des blutigen Drachenkriegs besiegelt. Estinien schloss sich den Kriegern des Lichts und ihren Gefährten an und unterstützte sie im Kampf gegen den Papst Thordan des Siebten, der den wahnsinnigen Plan verfolgte, primär zu beschwören, sich selbst in einen Gott zu verwandeln, so Ishgard den ewigen Frieden zu bringen. Am Ende obsiegten sie über den Papst und seinen Ritter der Tafelrunde. Doch als die Gefahr gebannt schien, ergriff Estinien die beiden Augen Nidhoggs und erlag dabei dem Hass des schwarzen Drachen, der von dem Körper des Ritters Besitz ergriff. Nur dank seiner neuen Freunde konnte er letztlich von seinem eigenen Untergang bewahrt werden. Nachdem sie seine Heimat zur Republik gewandelt und von den Fesseln der Vergangenheit befreit hatte, beschloss Estinien, seinen Helm abzulegen und die Welt auf eigene Faust zu bereisen. Immer wieder unterstützte er dabei die Kriegerin des Lichts in ihren Missionen,
sei es bei der Befreiung Alamegos oder bei der Auskundschaftung des der Kaiserhauptstadt Galemalt. Auch dank Kriles und Taros Überzeugungskraft fasste Stinien zu guter Letzt den Entschluss, dem Bund der Morgenröte offiziell beizutreten und spielte eine zentrale Rolle bei der Abwendung der letzten Tage. Es gibt wohl keinen Normalsterblichen auf der Welt, der eine so tiefe und vielfältige Verbindung zu den Drachen pflegt wie dieser Dragoon. Nitoxlanze steht dabei stellvertretend für seine lange Reise vom Drachenschlechter zum Drachenbruder. Jo. Hallo? Da jetzt. Ob ich schon alles erledigt habe, willst du wissen? Nun, eigentlich bin ich schon eine ganze Weile in Tafnir. Ursprünglich wollte ich sehen, wie sich Frytra als Magistrat schlägt. Aber dann hatte er mir tellerweise Essen aufgetischt. Und ehe ich mich versah, hatte ich zugestimmt, das Himmelsheer in den Kampfkünsten des ehemaligen Azur-Drachenreiters zu unterrichten. Das war aber auch verdammt köstliches Curry. Curry. Aber genug davon. Boote haben hierzulande nur die Fischer und die Händler. Hier, dieser Mazia sollte uns doch weiterhelfen können. Wo kam er gleich her? Aus Akiali? Ja. Das war dieses komische Elefantenwesen-Ding, oder? Glaube ich. Denke ich. Ist nicht so, dass ich schon wieder 30.000 Jahre hinterher hinke. Ach so, ich kann den einen Auftrag ja gleich noch abgeben. Warte mal. Müsste der nicht... Genau, da liegen. Hoho, da ist... Bist du, glaube ich, eine Quest da noch so an. Habe ich da seit Ewigkeiten rumschlummern und nie abgegeben. Ich weiß auch nicht, was das für eine ist. Nach Tafnir kommt man halt nicht mehr so oft. War das die Klassenquest? Trainingsfähigkeiten betreten werden, indem das. Was war das für eine Quest? Ich habe irgendeine Quest Nee, egal. Wird schon seine Gründe gehabt haben. Ja. Es ist so gemein eigentlich, ne? Es ist eigentlich sowas von gemein mit dem Schokomoppel. Man hält ihm ein Stück Kuchen hin und der kommt einfach nicht dran. Es ist so gemein. Ich rede mir immer ein, dass er das Stück Kuchen bekommt, sobald wir gelandet sind. Oh. Du bist einfach zu gut. Allein, dass man es macht, damit er sich überhaupt bewegt, ist so schrecklich. Oh, armer Kleiner. Ah, ja, natürlich, er taucht doch nicht auf jetzt. Ja, noch ein paar Fussel aus dem Bauch entfernt, jetzt willst du dich überhaupt noch wieder putzen, ja. Also irgendwie die ganze Zeit dachte so, okay. Oh Gott. Ah, Mist, ich hab die ersten Dings verpasst, weil ich mal wieder verpeilt habe. Das auszuschalten. Egal. Ihr wollt euch ein Boot borgen, um nach den legendären Ruinen zu suchen? Da bin ich aber froh, dass ihr damit direkt zu mir gekommen seid. Immerhin habe ich euch so viel noch mehr zu verdanken. Das ist das Mindeste, was ich für euch tun kann. Ich gehe mein Boot sofort für, für euch flott machen. Wird nicht lange dauern, versprochen. Du hast unseren kleinen Freund sicherlich auch bemerkt, oder? Schon seit Ratatan werden wir hartnäckig verfolgt. Komm raus, sonst helfen wir nach. Hi. Habe ich es mir doch gedacht.
Hast du eine Ahnung, was für ein Umweg wir gehen mussten, damit du nicht sofort von wilden Bestien angefallen wirst, Junge? Junge. Echt, wir sind einen Umweg gegangen? Entschuldigung, aber ihr seid doch die großen Helden und habt uns alle gerettet, oder? Ich habe was Schlimmes gemacht. Ich und Zasal, der Händler. Also, das war alles gespielt von mir, damit die Leute ganz aufgeregt sind und die Karte für viel Geld kaufen. Es tut mir leid, ich wollte euch nicht anschwindeln. Ihr habt uns doch allen geholfen. Ohne euch wären ich und meine Schwester doch auch. Naja. Schon gut, Kleiner. Wie es der Zufall so will, war meine Freundin hier ohnehin auf der Suche nach einem Abenteuer. Also deine Schatzkammer kommt daher gerade recht. Aber, Herr Lanzenmann, Frau Abenteurerin, ich wollte mich nicht nur entschuldigen, sondern euch auch warnen. Deswegen bin ich euch vor allem hinterhergegangen. Die Karte ist eine Kopie, aber von der echten Karte. Zasal selbst hat gesagt, dass auf der aufgemalten Insel wirklich Ruinen sind, die bis ganz runter auf den Meeresgrund führen. Viele haben ihn gebeten, ihm wenigstens zu sagen, wo genau diese Insel ist, aber nie ist einer mit dem Schatz wiedergekommen. Deswegen, wenn ihr gehen wollt, dann bitte nicht alleine, vielleicht mit euren Freunden, die von damals, als die ganzen Bestien in der Stadt waren. Ich weiß zwar nicht, wie gefährlich diese Ruinen tatsächlich sind, aber mit der hier an meiner Seite mache ich mir keine Sorgen. Aber wenn ihr dann auch nie wiederkommt, dann bin ich doch... Jetzt hast du ihn zum Weinen gebracht. Na komm, wir tun es für den Kleinen. Die ist so süß und knuddelig. Schön. Wir suchen uns Verstärkung. Da muss sich auch niemand Sorgen machen. Aber alle ehemaligen Mongrötler springen doch gerade, wer weiß wo, in der Weltgeschichte herum, oder nicht? An wen willst du dich wenden? Ha! Die Zwillinge... Nein! Oh nein! Istola. Wenn ich die Wahl habe... Danny Stola. Wird meine PC wechseln und auch in die neue Story einsteigen. Mach das mal, Pa. Viel Spaß dabei. Istola. Verheerenden Zauber habe ich immer gern an meiner Seite, das muss ich zugeben. Allerdings hat sie in irgendwelchen sich in irgendwelche Forschungen vergraben, oder? Ihren Zorn sie dabei gestürzt haben, will ich wirklich nicht auf mich ziehen. Ach komm, das ist doch Verarsche. Nein. Dann Tankred und Rührensee, komm schon. Ey, wenn es auf Alfino hinausläuft, ne? Ich spring von der nächsten Klippe. Bist du sicher? Ja. War Tankred nicht doch der Erste, der gemeinsam mit Rührensee aus dem Sonnenstein... Hallo? Und? Vielleicht haben die Bock auf Abenteuer. Aufgebrochen ist, voller Elan und Ziele. Ich bezweifle, dass du sie so einfach in die Finger bekämst. Der will mich echt verarschen, ne? Okay. Ra und Kriele. Man merkt doch, was ich überhaupt keinen Bock habe, ne? Ah, natürlich. Ja, ich weiß, wie ich mag jetzt. Also, ich. Sie mag ich. Ich kann Alfino aber nicht allein. Nee. Gerade hier. Ihr zwei seid schließlich ein Herz und eine Seele. Nein, sind wir nicht. Du musst vermutlich nur am Rande seines Blickfelds auftauchen und er klebt wieder an dir wie das Curry am Reis. Ob du Kriele von ihrem Badesians pflichtenlos eisen kannst, wage ich allerdings zu bezweifeln. Und beruhigt dich das ein bisschen? Oh Gott sei Dank, es läuft nicht auf die Zwillinge hinaus. Oh Gott sei Dank, oh Gott sei Dank, oh Gott sei Dank. Ja, wenn der so stark ist wie ihr, dann schon. Wie heißt du überhaupt, Kleiner? Merhat. Dann hör mal gut zu. Ich kann dir nicht vorschreiben, was du zu tun und zu lassen hast, aber wenn du deine Schwester beschützen willst, würde ich dir dringend raten, dich von den Halunken und Teilsabschweinern fernzuhalten. Ist ja nicht so, als wollte ich das Heil mit seiner Karte helfen. Aber was soll ich sonst machen? Sind ja alle mordsmäßig mit sich selbst beschäftigt. Wegen der Apokalypse und allem. Auf Hilfe brauche ich nicht warten.
Warte. Am Ende wirst du auf dem Nachhauseweg von einer Puyamga gebissen. Komm, ich bring dich zurück nach Radatan. Oh, danke, Lenzmann. Ihr seid netter, als ihr tut. Lenzmann. Für dich immer noch ist Tinien kleiner. Yay. Lenzmann. Okay, ich nenne jetzt Tinien jetzt auch nur noch Lenzmann. Lenzmann, schreite zu Tat. Aber das klingt auch so gar nicht falsch, ne? Hallo, Lenzmann. Wo ist die denn? Es gibt Futter. Riesentoffelpuffer. Aliensuppe? Ja, okay, ja gut. Na gut, was brauche ich als Reaper? Brauche ich Schnelligkeit oder brauche ich das andere? Ich meine, die schon wieder keine Ahnung hat. Nee, Schnelligkeit brauche ich nicht. Darf ich die Toffelpuffer? Ja. Ich darf die Toffelpuffer. Geil. So, gerade hier muss ich nicht mitkommen. Dir schlägt er ohnehin keinen Wunsch ab. Ich werde ja gänzlich überflüssig so. Als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, wollte er zu Bathesions Annex. Frag einfach den kleinen Rezeptionisten dort. Der weiß ganz sicher, wo sich unser abenteuerbegeisterter Mikote gerade herumtreibt. Gut, kann losgehen. Weich mir keinen Schritt von der Seite, ja? Gott, ich führe die Gruppe an. Die stehen alle hinter mir. Okay, ich höre ja schon auf. Und einmal nach Altschalayan. Was ich gern wüsste, ist, ob ich mit dem hier die Klassenquest abgeschlossen habe. Ich glaube es nämlich fast nicht. Aber ich weiß es nicht. Also mit dem Heiler habe ich es auf jeden Fall noch offen. Logischerweise. Mit dem? Ich weiß es doch nicht. Zuret! Wie Zuret? Ach, der fahrende Sänger hat wieder so eine wunderschöne blaue Quest davor. Gehen erstmal einen Umweg, ne? Haben's ja nicht eilig. Ups, ne. Das würde ich nicht. Das war aber, glaube ich, das für einen Heiler. Oder? Oder war das... Nee. Oder? Nee. Irgendwas davon ist die Klassenquest von dem... Ich glaube, das hier.
Naja, kann ich dann ja nachher bei Zeit nochmal beenden. Ja, ich würde gerne über die Endsängerin sprechen. Nein, das kann ich jetzt nicht besprechen. Weißt du, ich habe Zodiac und Heidelin noch nicht mal fertig, aber hey, ich guck mir die Endsängerin. Alter, wie sie alle aus dem Haus rumstürmen. Oh, der macht's ja ganz episch. Alter! Ich glaube, so viele sind seit Endwoche hier nicht mehr drin gewesen. Ja, gut sein. Alter! Also wenn hier irgendwo die Quest ist, ne? Dann weiß ich nicht wo. Ach, da! Alter, sie sieht man ja tatsächlich da nicht mehr. Oh Gott. WB. Hey Daria, herzlich willkommen zurück. Darf ich etwas für dich tun oder bist du nur zu Besuch? Ich könnte den Raum einmal leer machen. Ah, gerade hier. Da hast du aber Glück. Er und Kriele sind gerade im Hauptsaal. Seit Tagen schon arbeiten die beiden pausenlos. Dein Besuch ist also eine mehr als willkommene Abwechslung. Nur zu. Yay. Hi. Ah, Ujika, du kommst genau zur rechten Zeit. Falsch. Ich wollte... Also... Wie schön, dich zu sehen. Wie einfach mal sein Atem stockt. Bitte, sag das nächste Mal etwas. Du kannst mich doch nicht so überrumpeln. Verdammt, der zieht dir jetzt das Update. Ja, leider ja. Aber dauert nicht lang, das Update. Also bei mir hat es, glaube ich, 15 bis 20 Minuten gedauert. Bei Luna etwas mehr, aber wie gesagt, ich habe ja hier recht gutes Internet. Also geht recht fix. Wir sortieren gerade Protokolle und Schriften zu früheren Studien, damit Baldesions Gelehrte ihre Arbeit bald wieder aufnehmen können. Dabei haben wir sowohl Unterlagen aus dem Numenon als auch von der Insel Wahl zusammengetragen. Nun müssen sie nur noch ausgewertet werden. Allerdings haben wir damit gerade erst begonnen. Ich fürchte, Geduld ist die Tugend der Stunde. Aber du bist doch sicherlich auch nicht ohne Grund hier. Die Schatzkammer von Al-Sadal, dem Dritten. Du suchst hier also eine Gruppe zusammen, um diese versunkenen Ruinen zu erkunden? Nur zu gerne würde ich mich dir anschließen, aber ich habe just eine andere Anfrage erhalten. Und wie es der Zufall so will, wollte ich dich sowieso um deine Meinung dazu bitten. Allerdings ist das keineswegs dringlich.
Lass dich doch einfach bei mir blicken, wenn deine Expedition abgeschlossen ist, ja? Und Schriften sortieren kann ich auch alleine. Geh nur mit, Raha. Wirklich? Bist du dir sicher, dass du keine Hilfe brauchst? Hat der Pippi den Augen? Natürlich erwarte ich, dass auch du zu mir zurückkehrst, sobald ihr beiden fertig seid. Dann bestreiten wir also schon unser nächstes großes Abenteuer. Gott, was für ein Fanboy. Von... Hast du den Rest der Schatzjäger bereits rekrutiert? Dann schlage ich vor, Ishtola zu fragen. Nach der Auflösung des Bundes hatte sie sich in die Gubal-Bibliothek zurückgezogen und suchte dort verbissen nach einem Weg in den ersten Splitter. Erfolglos scheinbar. Daher kam sie vor wenigen Tagen nach Shalayan, um sich den Büchern des Numenons zuzuwenden. Wenn Al-Sadal der Dritte tatsächlich heil von einer anderen Welt wiedergekehrt ist, könnte seine Geschichte wichtige Hinweise für ihr Vorhaben liefern. Schön. Suchen wir sie umgehend auf. Einen Moment noch. Bitte sprecht auch mit Urianger. Er bat mich als Repräsentantin der Gelehrten um Schriften und Dokumente, die sich mit Schatzkammern befassen. Es scheint, die Loporit wollen selbst eine Art Schatzkammer errichten. Zu unserem Vergnügen. Loporit! Ich will sie sehen. Urianger würde es also sicherlich helfen, ein solches Bauwerk mit eigenen Augen zu sehen. Wohl wahr. Abbilder und Beschreibungen werden der Wirklichkeit nur selten gerecht. Erst zu Ishtola also, dann zu Urianger. Viel Erfolg mit eurem Abenteuer. Gebt auf euch Acht, ja? Und vergesst in all dem Trubel bitte nicht mein bescheidenes Anliegen. Auf zum Numenon! Macht ihr heute noch Daddies? Das weiß ich gar nicht. Also eigentlich ist später auf jeden Fall für mich noch Schnoberto geplant. Also wahrscheinlich mache ich keine. Wie es mit Kitty aussieht, weiß ich nicht. Was denn? Ob du heute noch Dailies machst. Weil ich werde es wahrscheinlich nicht schaffen, sonst müsst ihr wahrscheinlich auf Schnoberto verzichten. Ich weiß es noch nicht. Vielleicht gegen Abend. Aber erstmal noch in Content Grind gehen. Ja. Also was ich auf jeden Fall machen möchte, ist eigentlich heute noch in den Raid irgendwie reinkommen. Aber dazu muss ich wahrscheinlich die Story erst durchspielen. Kann ich auch gut vorstellen. Befürchte ich. Also die erste Instanz habe ich schon freigeschaltet. No! Ich frag mal nicht, wie weit ich noch von weg bin. Nicht so weit. Oh, okay. Dann, juhu! Poddingway! Hallo! Hallo! Hallo, Poddingway! Hallo, mein Schatz! Hallo! Nein! So. Okay, ja, so schaffe ich sicherlich, um heute keine Dailies zu machen. Also wie gesagt, bei mir sieht es wahrscheinlich eher schlecht aus mit Dailies. Dazu müsste ich dann halt wirklich komplett auf Roberto verzichten. Aber ich habe vor Montag keine Zeit mehr dazu. Das Einzige, was ich vielleicht machen würde, wäre Normal oder
Prüfung, also irgendwas Kurzes. Das würde ich mitmachen. Also all das, was keine EP bringt. Nicht viel. Ja. Oh. Istola über ihrer Forschungslektüre schlafen zu sehen. Das hätte ich nun wirklich nicht für möglich gehalten. Eingenickt? Na, wie süß! Wie lange seid ihr schon hier? Vermutlich wäre euch das ohnehin nicht gelungen. Ich glaube ja. Wirkt zumindest wie eine neue Stimme. Seit drei Tagen schon sitze ich hier. Ich war so in meine Forschung vertieft, dass mir das Schlafen dabei wohl entfallen ist. Wie ihr wisst, zersplitterte Heidelin die Welt in 14 Teile. Und ich suche nunmehr nach einer Methode, von unserer Welt in die Splitter zu reisen. Ich habe jedes Buch gelesen, das ich in die Finger bekommen konnte. Bin jedem noch so kleinen Hinweis nachgegangen. Bisher ohne Erfolg. Ich werde einen Weg finden. Das habe ich versprochen. Allerdings sieht es nicht so aus, als könnte ich mein Versprechen halten. Kopf hoch, Istola. Die Technologie des Kristallturms, die eure Reise ermöglichte, war ein Werk von Generationen. Ein derartiges Problem löst sich nicht über Nacht. Sehe ich etwa so aus, als würde ich aufgeben, Raha? Noch gebe ich mich nicht geschlagen. Nichts ist belebender als eine Herausforderung. Ich erinnere mich ja fast an mein jüngeres Selbst. Dich kriegt wirklich nichts klein, was? Also, was führt euch illustre Gesellen zu mir? Al-Sadal. Ja, der Name ist mir in Razatan mehrfach begegnet. Dass einer seiner Nachkommen zwischen den Welten gereist sein soll, ist mir jedoch neu. Wenn diese Geschichte wahr ist, könnte sie uns den entscheidenden Hinweis liefern. Also machen wir uns auf, das nächste fundamentale Mysterium unserer Welt zu ergründen. Ich danke für die Einladung, Freunde. Nun denn, wie gedenken wir, zu dieser Schatzkammer zu gelangen? Mit einem Schiff von Akiali aus. Aber zuerst wollten wir Orianger aufsuchen. Ich vermute, wir finden ihn in Taumaseen. Gut. Genug geschlafen. Nichts wie los.
Also ich finde die neue gar nicht. Ich finde die neue Stimme gar nicht so schlecht. Also ja, ist ungewohnt. Aber finde ich jetzt nicht so schlecht. Also wenn ich jetzt mal vergleiche, einige Stimmen, die sich ja von Room Reborn auf Heavensward geändert haben, also die von schlecht in deutlich besser gekommen sind. Also in Room Reborn waren einige Synchronsprecher deutlich schlimmer. Das kann halt einfach daran liegen, dass die alte Stimme vielleicht nicht genug Geld gekriegt hat oder sie war krank. Ja. Kann man halt machen, ne? Dann muss man halt eine andere nehmen. Ja. Also geh ich jetzt auch einfach mal von aus. Es springen ja auch immer mal welche ab oder hat halt auch gar keine Lust mehr drauf. Vielleicht war für die Person halt einfach Endwalker wirklich Ende. Kann alles möglich sein. Ne? Ja. Aber ich finde die Stimme gar nicht mal so schlimm. Aber ich fand es halt einfach so niedlich, wie das Buch eben da einfach so auf den Kopf geknallt ist, ne? Das war so süß, vor allem wenn dann diese Öhrchen so zack, einfach so platt geht. Oh. Ach, September. Ob ich verliebt in das Spiel bin? Nein, gar nicht. Ob es so gut wie jeder für Stola steht? Nein, gar nicht. Nein, überhaupt nicht. Wer steht denn auf Stola? Also. Sie ist ja nur das sexiest Cat Girl alive. Ja. Sturzflug! Die. Okay. Ja, das war schlecht. Die Katze! Aber gegen die Tür geknallt. Lass das deine Frau nicht hören. Luna weiß das. Ja, wollte ich gerade sagen, Luna weiß das. Ja. Ich habe mir schon von Anfang an angesagt, dass wir uns kennenlernten, wäre es möglich, die Stola zu erraten. Hätte ich in dem Augenblick halt leider zu ihr gesagt, aber. Na, geht's jetzt weiter mit Sprache? Fahren, Lena. Wie schön, dich wohl natürlich aufzusehen. Okay, bis gleich. Jo. Und so legt unsere Heldin ihre Würden ab und wandelt leichten Schrittes auf alten Pfaden. Ich habe bereits vernommen, dass du dich deiner alten Profession besinnst und dich wieder gänzlich dem Abenteuer widmest. Er ist noch in eigener Sache unterwegs, wird aber schon bald zurückkehren. Wie steht es um dich? Womit hast du dich seit der Auflösung des Bundes beschäftigt? Ich und Tancred bereisten allerlei Länder und Regionen, um uns ein Bild der Lage zu machen. Bis mich eine Nachricht der Loporit erreichte. Verständlicherweise fragen sie sich, was aus dem Mond werden soll, nun, da keine Flucht mehr vonnöten ist. Hauptsächlich berät sie dazu der Rat der Philosophen. Doch auch mich baten sie um Hilfe. Daher bin ich vor meinem Reisegefährten nach Shalayan zurückgekehrt. Aber wie kommen sie dann auf Schatzkammern? Das klingt nicht gerade nach einer Idee des Rats. Krele hat euch bereits von meinem kleinen Dilemma erzählt? Nun, unseren lunaren Freunden ist wohl zu Ohren gekommen, dass die Schatzsuche unter Abenteurern ein äußerst beliebter Zeitvertreib ist. Daher haben sie es sich in den Kopf gesetzt, auf ihrem Mond eine massive Schatzkammer zu errichten, um allerlei Glücksritter anzuziehen. Zur Unterhaltung. Sie meinen es gut und ich konnte ihre Bitte nicht ausschlagen. Aber sagt, was führt euch zu mir? Ich verstehe.
verlockendes Angebot, das muss ich zugeben. Es wäre mir eine Ehre, mich eurem Vorhaben anschließen zu dürfen. Wie lange mag es her sein? Das letzte wahre Abenteuer. Frei von der Last der Pflicht und den verworrenen Fäden des Schicksals. Eine Freiheit, die wir wohl auch dem Bund der Morgenröte zu verdanken haben. Ohne ihn würde sie gar anders schmecken. Mit Estinien sind wir nun zu fünft. Das muss auch genügen, fürchte ich. Wer weiß, welche Fallen uns in Al-Sadals Schatzkammer erwarten. Eine zu große Gruppe würde unser Vorhaben nur erschweren. Und alle Rollen sind bestens verteilt, nicht wahr? Machen wir uns auf den Weg. Gerade wollte ich Hallo sagen, da seid ihr auch schon auf dem Sprung. Ah, Tankred. Hast du alles abgeschlossen, was du zu erledigen suchtest? Mehr oder weniger. Ich wollte meinen alten Mentor besuchen, während du mit den Loporit beschäftigt bist. Aber leider habe ich ihn nicht erwischt. Aber auch nur, weil ich auf herkömmliche Weise gereist bin, ganz ohne diesen neuartigen Ätheriten. Der und seine Nebenwirkung kann mir gern gestohlen bleiben. Wir haben uns in Ilsabad umgesehen, so gut es eben ging. Leider geht es dort aber nach wie vor recht chaotisch zu. Unter dem Himmel der Apokalypse hielt man zusammen, aber jetzt, da es kein alles bedrohendes Unheil mehr gibt, sieht die Lage leider anders aus. Diese Zustände dürfen keinesfalls Überhand nehmen, also werde ich ein waches Auge auf den Kontinent halten. Aber was genau hat eure kleine Versammlung denn zu bedeuten? So, versunkene Ruinen also. Was sagst du, o weiser Uriangée? Das klingt genauso mysteriös und alt, wie du es am liebsten hast, nicht wahr? Ich bitte dich, Tankred. Ich handle hierbei gänzlich im Interesse der Loporit. Na, mit Estinien an eurer Seite ist für Geleitschutz ja bestens gesorgt. Ich stünde dabei nur im Weg. Oje, Tankred, bitte schließe dich doch an, ehe du in Einsamkeit vergehst. Unsere Hexe. Da lösen wir den Bund schon auf und deinen Spott werde ich trotzdem nicht los. Ich weiß das Angebot zu schätzen, aber es darf nicht so aussehen, als würde der Bund der Morgenröte wieder eine Mission verfolgen. Das könnte die Leute unnötig nervös machen. Außerdem bin ich gerne allein unterwegs, das wisst ihr doch. Und der ferne Osten ruft. Aber denkt an den alten Tankred, wenn ihr auf etwas Spannendes stoßt, ja? Also dann, viel Erfolg. Estinien erwartet uns in Akiali, korrekt? Machen wir uns auf den Weg. Ja, Seite an Seite ist es auch für drin. Oh Gott. Ich war vorhin auch schon und hab meine Runde gedreht als Tank. Jetzt kann ich's ja machen.